können wir nichts mehr machen, ne? Ich soll jetzt diese Tür aufmachen, glaube ich. Mhm. Entriegelt. Okay. Meter. Wir haben jetzt einmal alles durch, ne? Ja, wir haben jetzt einmal alles durch. Wobei, hier waren wir noch nicht. Da war noch eine Tür. Aber da kamen wir noch nicht durch, ne? Doch, da waren wir auch schon. Ne, da waren wir noch nicht. Hier kamen wir noch nicht durch, ne? Ne. 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 Okay, wir gehen nach unten. Ich freue mich so auf den 31. Das freut mich wiederum. Das freut mich. Freue mich auch, wenn viele kommen, wenn wir viele Games machen, wenn viele schöne Preise... Oh, wenn viele schöne Preise gewinnen. Hinaufklettern, hinaufklettern. Tschüss. Ja, und tschüss. Ja. Mäuschen. Ich hab Bock. Irgendwo hier. Warum soll ich jetzt hier nicht rein? Vielleicht sollen wir auch erstmal nicht schießen. Aber wir schießen mal. Oh, die läuft. Oh ja, Baby. Woo! Nices Teil. Am Ende bekommst du den Magic-Preis. Wer weiß. Wer weiß. So, rein da. Entschlossen. Wo kommen wir denn runter? Den Magic-Preis. Wer will den eigentlich haben? Da freuen sich schon alle drauf, ne? Was ist hier? Irgendwie eine Art Schlüssel. Von der anderen Seite verschlossen. Kommen wir denn hier jetzt weiter? Hier ist noch eine Tür. Aha. Aha. Kraut. Nochmal so ein Teil. Pillen. War da gerade einer? Ja, ne? Ist der gerade in den Aufzug? Oha, der Aufzug geht. Na, nehmen wir den mal. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir können nur der Uhr folgen. Gibt es am 31. auch wieder ein Dono-Goal? Nein. Oha, nimm die Beine in die Hand. Hallo. Ja. Ja. Ja, ohne Kopf ist immer scheiße. Uah, die Sau. Ding, ding. Die 31 bitte, die 44, die 31 bitte. Ja, zweite oder S2? Mach mal S2. Alle, die natürlich spenden wollen, können natürlich gerne was da lassen, aber es gibt kein Donation Goal. Ding. Hallo? Ein bisschen Muni wäre noch gut. Die Muni ist dann doch relativ schnell weg. Zwei Gegner, 70 Schuss gefressen. Wir kommen näher. Nee. Piss dich. Okay, naja, man braucht ja kein Gold zum Donaten. Nein, auf keinen Fall. Also die gerne was da lassen möchten, macht das, ne? Gerne. Aber nur, wenn ihr könnt, ne?
Kraut. Kraut. Eine halb offene Tür. Wir sehen einen Spalt. Maschinengewehrmunition. Oh, Maschinengewehr. Maschinengewehr macht schon Spaß. Guten Tag. Oh, das ist ein starker. Hallo. Immer auf die Glatze. Ja, der steht auch nochmal auf, glaube ich. Ne? Ah, ne. So stark war er dann doch nicht. Laden wir nochmal durch das Teil. Zack. Wie sieht's denn hier aus vom Weg her? Okay, ist überschaubar. Hier fehlt auch wieder was. Hm. Hallo? Ah, Bombe mit Fernzünder. Oha. Okay. Sau. Gut. Ja, komm doch mal zu mir, Mäuschen. Wo ist der Preis? War hier noch was? Nee, ne? Oh. Ah. Immer auf die Birne. Immer schön auf die Glatze. Das ist am erfolgreichsten. Ja. Da guckst du blöd, ne? Mache ich doch immer gerne. Support ist kein Mord. Vielen lieben Dank. Was ist denn mit ihm hier? Hallo? Mein Name ist Gerdes TV. Wie ist Ihr Name? Okay, es geht hier weiter. Noch ein Toter. Es geht runter. Wir müssen irgendwie so eine Art Sicherung oder sowas finden. Irgendwas, was da in diese Schlösser passt. Das war jetzt schon das dritte oder vierte. Irgendwas muss hier gleich kommen. Guck mal, hier ist wieder so ein Ding. Wir haben es aber nicht. Wir haben es noch nicht. 7 Meter. Alan, okay. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Schau in unserem Gepäck nach. Hau in unserem Gepäck nach. Was für ein Gepäck? Ätzmittel. Ah. Okay. Ätzmittel. Übertreib nicht so. Was können wir hier eigentlich kombinieren? Die gleichen Sachen wie vorher auch, ne? Hat sich nicht geändert, ne? Okay. Musst du das Schloss nicht sprengen? Habe ich mich gerade auch schon gefragt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du das sprengen kannst. Habe ich gerade auch erst gedacht. Ich glaube, pass mal auf, ich glaube, die kannst du wegätzen. Warte mal. Hier, siehst du? Ja. Ja, ja. Ja, ja. In Fachkreisen nennt man mich auch MacGyver. Oh, jetzt war viel Schlotze. So, dann gehen wir doch nochmal gucken. Ah, okay, hier geht's weiter. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Ist hier noch was? Nee. 7 Meter, sie ist da drin. Sie ist safe hier drin. Na, vielleicht auch nicht. 18 Meter. Zwölf Meter. Elf Meter. Wo ist die denn? Verdammte Axt. Acht Meter. Sechs Meter. Drei Meter. Wo bist du, Evie?
Irgendwie ist sie wieder abgehauen. Okay. Sie steht da. Basecamp verdeckt die Uhr. Oh. Scheiße. Evie, warte! Ich warte auf einen Speicherpunkt, dann packe ich so um. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Emily zurückbekommst. Also auf der Uhr ist immer die Meterangabe, wo sie ist ungefähr. Hier kommen immer mehr Kollegen an. Das ist nicht so gut. Guten Tag! Laden. Die Facecam packe ich gleich mal in die andere untere Ecke. Wir brauchen einen Speicherpunkt. Schmelzen das. Maschinengewehrmunition, Kraut. Oh, Bomben. Noch mehr Ätzmittel. Noch mehr Ätzmittel, Digi. An alle Neuen, wir sind gerade im Horror-Oktober unterwegs in Resident Evil 7. Wir versuchen die Tochter hier mal, die Evelyn, zu finden. Die ist nicht ganz so nett. Wir probieren's. Es ist schwer. Wo waren wir? Wir müssen hier raus. Hier werden noch ein paar Viecher kommen. Oh. Hallo! Oh. Alter! Verreck! Laden! Da ist mir richtig ins Gesicht gespritzt. Ja. Wo fährt sie hin? Zweites Geschoss. Drittes Geschoss. Die 73 bitte in die Holzabteilung, die 73 bitte. Dass hier oben wieder so ein Kollege rauskommt gleich. Gerade konnten wir noch in die 2, ne? Jetzt können wir nur in die 3. Ich warte auf den Speicherpunkt, ne? Dann könnt ihr auch die Uhr hier unten sehen. Ich packe die Kamera dann einmal rüber, wir müssen dann einmal neu starten. Jetzt geht's. Vielen lieben Dank für den Raid, ne? Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Schön. Scheiße. Wir kamen nur aufs zweite Geschoss. So, da war ein Speicherpunkt. Wir verlassen einmal, ich packe einmal die Facecam. Ich muss es jedes Mal verlassen, ne? Ich komme sonst nicht aus dem Game raus. Ich kann nicht raustappen, das ist echt gruselig. Wir starten nochmal rein. Warte. Warum drückst du nicht einfach deine Windows-Taste? Weil da nichts passiert. Es passiert nichts. Du kannst nicht raustappen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ist bei manchen Games so. Habe ich häufiger. Bei manchen Games kannst du nicht raustappen. So. Vielleicht bin ich auch zu blöd. Wer weiß. So. Mia läuft durch die trümmerübersäte Landschaft und findet Ethan, der bewusstlos auf dem Boden liegt. Doch plötzlich wird Ethan von einem schweren Etwas weggezerrt. Mia betritt daraufhin das Schiffswrack. Ja.
So, hier starten wir wieder weiter. Ist nichts passiert. Eigentlich müsste man die Uhr jetzt sehen, ne? Ja, passt. Ihr seht jetzt nur, weil jetzt in der rechten Ecke seht ihr nicht die Beschreibung des Inventars. Shift, Tab, Escape, Task Manager. Task Manager geht, dann spielst du aber ein Fenster. Dann hast du hier oben so einen Balken. Auch mega nervig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hier können wir noch was schmelzen. Oh. Scheiße. Ja. Wir müssen hier durch. Hier waren wir schon drin. Hier konnten wir aber auch noch was schmelzen, ne? Vielleicht bringt's was. Zwei Bomben. Was bringen die Bomben eigentlich? Die müssen wir mal nutzen, ne? Wir haben schon 6 Stück davon. Guten Tag! Muni wird knapp. Bye, schönen Abend noch. Mach es gut, danke für den Raid. Nochmal 2 Bomben. Verriegelt. Komme ich jetzt hier vorne rein? Nee, komme ich nicht. Alter, langsam kommen ja ganz schön viele Viecher. Junge, 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 Junge. Oh, mach mal zu. Da war eh nix. Wie kommen wir hier rein? Ich habe keine Ahnung. Kann man das aufsprengen hier? Es geht nicht. Was machen wir jetzt? Müssen das irgendwie aufkriegen. Es ist von der anderen Seite verschlossen. Am Wochenende arbeite ich am Schild weiter. Oh, sehr gut. Gutes Nächte zusammen, bis Donnerstag oder eventuell morgen für Valo. So machen wir es, Fee. Lass es dir gut gehen. Aber wir können doch hier nicht mehr runter, oder? Der Aufzug ging nicht mehr. Genau. Nee. Nee, ich kann nur hier hoch. Was ist denn mit unserer Uhr eigentlich? Verdammt. Ah. Ivy ist oben. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Er ist weg. Das hatten wir schon. Okay, ich glaube, den Hinweis brauchten wir erstmal hier. Irgendwas müsste sich jetzt tun. Ich weiß nur nicht was. Nö, irgendwie nix. Wir können hier höchstens noch drinnen einen killen und dann war's das. Hier war noch ein Kollege drin. Hallo? Der ist einfach weg. Lul. Auch nicht schlecht.
können hier nicht rein. Ach so, wir können hier rüberklettern. Aha. Okay. Ivy ist oben. Dann gehen wir mal nach oben. Boah, ist das laut mit... Ist das laut mit dieser Sirene hier, ey. 46 Meter. Sie ist in der Nähe. 40. 36. Das ist nur eine Jacke, ne? Gott sei Dank. 27. 30. 20. 20. Wie bist du hergekommen? Wo ist Ivy? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie... Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hörst du? Ich hab's nicht so gemeint. Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Ja! Okay.